Hallo zusammen und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute darf ich euch eine Uhr vorstellen, die mir persönlich sehr am Herzen liegt, und zwar von Formex die Essence. Eine wirklich coole Uhr, die ich zum Review da hatte. Ihr könnt sie auch beim Markus auf dem Kanal gewinnen, das verlinke ich euch hier oben irgendwo. Und auch dort gibt es eine Variante der Essence im Review, auch das ist hier verlinkt. Entweder da oben oder da unten in der Videobeschreibung. Ihr seht, ich bin gerade noch etwas Sonne tanken, wenn ihr dieses Video seht, allerdings schon wieder zurück im kalten Deutschland. Und um euch jetzt eine gute Zeit zu machen, habe ich die Formex Essence getestet auf Herz und Nieren. Ihr seht sie jetzt gleich im Review mit allen Besonderheiten, die diese Uhr zu bieten hat. Ich darf euch jetzt schon ankündigen, es wird noch eine Manufakturführung geben, die ich in Videoform hier aufbereite in den nächsten wahrscheinlich 2 bis 3 Wochen, nachdem ihr dieses Video seht. Und dann im Anschluss daran nochmal etwas später ein Review aller Wahrscheinlichkeit nach der Formex Essence Leggera, italienisch ausgesprochen, wie ich mir habe sagen lassen. Ich hoffe jetzt sehr, euch gefällt das Video. Falls ja, lasst mir gerne am Ende den Daumen nach oben da, gerne auch ein Abo und aktiviert die Glocke, um kein neues Video mehr zu verpassen. Und wir gehen jetzt ab in die Nahaufnahme und ich spreche aus dem Off ein paar Sätze zu euch über diese coole Uhr. Und bevor wir uns jetzt den technischen Besonderheiten und der Uhr im Allgemeinen widmen, hier nochmal ein kurzes Unboxing und der kleine Hinweis: am Ende des Videos findet ihr noch ein kleines, aber feines Easter Egg versteckt, das auch nochmal zeigt, dass Formex nicht nur in Sachen Uhren kreativ ist. So, ihr seht hier, wie üblich bei einer Uhr, die man neu kauft, das, ich nenne es einfach mal Booklet, das kleine Heftchen, wo so die wichtigsten Hinweise draufstehen. Die Uhr als solches hat einen Durchmesser von 43 mm, um schon mal einen, wahrscheinlich auch einen entscheidenden technischen Hardfact vorwegzunehmen. Und gleich vorneweg sei noch gesagt, ich habe wirklich hart gegen Staub gekämpft, aber ja, den ein oder anderen kleinen Kampf habe ich dann doch verloren, sodass ihr da hoffentlich drüber hinwegsehen könnt. Wir schauen uns die Uhr jetzt nochmal einfach an, lassen sie auf uns wirken und ich melde mich gleich mit den technischen Details und weiteren Infos. Sehen wir auch schon die schöne Uhr. Ich würde sie bezeichnen als eine Einsteiger-Formex. Es ist eine schöne, wertige Uhr, die ihr zum Preis von 750 Euro inklusive Steuern, sämtlichen Gebühren und Versandkosten, glaube ich, dann bekommt. Ja, so war es genau. Es gibt 3 Jahre Garantie und 30 Tage die Möglichkeit, die Uhr zurückzugeben, sofern ich da richtig informiert bin. Zu den Dimensionen des Gehäuses. Wir sehen hier ein Lederband, da komme ich auch gleich nochmal genauer drauf zu sprechen. Das hat so die eine oder andere Besonderheit, vor allem in der Schließe. Zum Gehäuse an sich möchte ich sagen, dass wir die Dimension haben, ein Durchmesser von 43 mm, wie bereits genannt, eine Höhe von 10 mm und eine Bandanstoßbreite von 22 mm. Also eigentlich, würde ich mal sagen, eine recht gute Größe für eine Herrenuhr, die sehr gut tragbar ist, ob man jetzt schmälere oder etwas kräftigere Handgelenke hat. Das hier ist eine Version dieser Formex Essence. Es gibt noch zahlreiche weitere. Schaut diese euch gerne auch nochmal im Shop an. Ich verlinke euch den unten in der Videobeschreibung und habe auch am Ende des Videos nochmal eine kleine Auswahl an Beispielen, was da noch so möglich ist. Die Uhr wird angetrieben durch ein ETA 2824, hat eine Datumsanzeige, das konntet ihr sehen, hat eine Gangreserve von 38 Stunden und ist ansonsten eben eine schlichte, normale Dreizeigeruhr. Zur Schließe, wie gesagt, komme ich gleich nochmal genauer, die ist etwas komplexer, aber bietet auch viele Möglichkeiten und hier seht ihr jetzt nochmal das Werk. Hier nochmal die Nahaufnahme vom Werk. By the way, die Uhr ist wasserdicht bis 100 Meter
und man sieht sehr schön mit dem offenen Boden immer für die Uhrenliebhaber unter uns, die wirklich die Mechanik nochmal sehen wollen, auch daran wurde gedacht. Zur Schließe habe ich euch gesagt, komme ich und das ist jetzt geschehen. Hier seht ihr in einer kleinen Grafik, wie das Ganze funktioniert. Wir haben nämlich eine beidseitig aufklappbare Faltschließe mit einem Mechanismus, um die Uhr in der Weite des Bandes fein verstellen zu können. Das funktioniert im getragenen Zustand genauso wie eben im Zustand, wenn man sie nicht trägt und ist eigentlich recht einfach erledigt. Hier seht ihr das dann nochmal in der Realität, was ihr eben in der Grafik habt, animiert sehen können. Das ist wirklich ganz cool und vor allem hat man echt jede Menge Spiel und gerade im Sommer, man kennt es ist warm, die Handgelenke werden etwas dicker als im Winter, macht das doch definitiv Sinn, da auch mit der Feinverstellung ein bisschen rumzuspielen und das Armband entsprechend justieren zu können. Hier nochmal das Bandschnellwechselsystem, es ist wirklich easy going, ihr drückt diesen kleinen Hebel da runter und könnt dann die Uhr eben, ja, das Armband wählen für die Uhr, so wie es euch gerade passt. Hier seht ihr die Uhr nochmal an meinem Handgelenk mit einem Umfang von 18,5 cm und oben links blende ich euch die Grafik ein. Wir haben hier nämlich so eine Art Stoßdämpfersystem, also eine Federung im Gehäuse, die auch patentiert ist, die so ein bisschen Stöße abfängt bzw. auch den Komfort beim Tragen der Uhr deutlich erhöht. Das Gehäuse als solches hatten wir. Zum Zifferblatt ist zu sagen, dass wir da einen Sonnenschliff haben. Das Gehäuse an sich, das seht ihr, ist aus Edelstahl. Das muss man, glaube ich, jetzt nicht noch dazu sagen, dass da viel Glas dabei ist. Sollte auch klar sein. Und Super Luminova wurde ebenfalls auf dem Zifferblatt verwendet. Nochmal eine der anderen Varianten, die ihr auf der Homepage sehen und logischerweise auch erwerben könnt. Da gibt es eben auch Varianten mit zertifizierten Werken, wo dann auch die Zifferblattstruktur ein bisschen eine andere ist. Auch das eine Besonderheit bei den Formex Essence Modellen. Hier auch nochmal der Blick aufs Werk. Das ist jetzt kein wesentlicher Unterschied zu der gezeigten Uhr von eben. Und ich habe bereits auf der Baselworld mir einen Überblick verschaffen können, daher stammen auch die Aufnahmen und ihr seht rechts oben in der kleinen Aufnahme das Ganze dann nochmal mit schwarzem Zifferblatt an einem schwarzen Band. Was ich damit zeigen möchte, ist einfach die Vielfalt, die alleine in der Essence-Reihe gegeben ist und das ist ja nur eine Modellreihe von vielen. Was ich sehr, sehr cool finde, ihr habt es vorhin vielleicht gesehen, dieses Between You and Us, das heißt, ihr bestellt direkt bei Formex und wie man eine Uhr anprobiert, seht ihr hier dieses kleine Band, das habe ich auf der Messe bekommen, ich nehme mal an, man kann es sich auch ausschneiden oder kann es sich irgendwie anders besorgen. Auf jeden Fall funktioniert es so, dass man über eine App dann, wie ihr hier seht, sich die Uhren im Prinzip digital anlegen kann und damit wirklich die Möglichkeit hat, auch zwischen den Modellen hin und her zu wechseln und sie sich an das Handgelenk selber abbilden zu lassen, damit man mal einen Überblick hat, wie sind die Uhren dimensioniert und passen sie überhaupt zum eigenen Handgelenk. So viel von mir zur Formex Essence. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ich konnte euch die Marke an und für sich und das Modell etwas näher bringen. Wir sehen uns im Outro und dann kommt danach auch noch schon im Intro bzw. kurz danach versprochene Easter Egg. Ja, und das war es dann auch schon mit diesem kurzen, knackigen Review über die Essence von Formex. Schreibt mir doch unbedingt mal in die Kommentare, wie ihr die Uhr findet, welche Variante ihr vielleicht bevorzugen würdet, ob es die im Video gezeigte ist, eine andere, ob ihr schon was von der Leggera gehört habt und wie ihr dazu steht und was ihr generell so über Formex wisst bzw. von Formex haltet. Für mich ist Formex definitiv ein Mikrobrand, das Potenzial hat, relativ schnell sehr bekannt zu werden und renommiert Uhren in dem Sinne auf den Markt zu bringen, als dass sie ein gewisses Prestige haben, aber trotzdem eben bestechen können durch ihre Technik, durch das Design und die Innovationen, die sie bieten, gerade auch in Bezug auf Schließen und Co. Das war's jetzt erstmal von mir. Ich freue mich auf das nächste Video für und mit euch und sage bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. It's quite something, isn't it? Yes. I've never seen anything like this. What's the size? 43 millimeters. Well, you know what? Why don't you just come over here and look at it yourself? Sure, if you don't mind.
This is what luxury feels like. This is what it looks like. This is what it sounds like. The Essence Automatic Chronometer by Formex. Swiss made and certified for foremost mechanical accuracy and precision. Now exclusively available on the online store.